Hallo und wie versprochen gibt's jetzt nochmal ein kleines Special, wie der Server ganz am Anfang ausgesehen hat. Deshalb machen wir jetzt eine Zeitreise zurück in den 22.02.2011. Und das sollte so 0 Uhr 30 bis 0 Uhr 45 gewesen sein. Es ist jetzt quasi das erste Backup, was ich jemals gemacht habe. Und wir stehen hier quasi nach einen Tag Spielzeit, oder vielmehr einen halben sogar nur, nachdem unser alter Server gecrashed ist und der neue aktiviert wurde. Und ich finde mich absolut nicht zurecht. Ich glaube, in die Richtung müssen wir. Richtung Norden. Mein Häuschen war Richtung Norden eigentlich. Da oben sieht man, da hat sich Power schon niedergelassen. Gucken wir doch mal kurz rein, was er nach dem ersten Tag schon alles hatte. Heute steht dort ein richtig großes Haus mit einer, ich sag mal, mit einem Highway zu seiner Höhle und einer Burgmauer, die hier überall durch das Gelände schneidet. Aber nach dem ersten Tag war es mehr ein kleines Hüttchen. Hallo? So, zum Thema Eingang hat er auch noch nichts gemacht, oder? Kommt man irgendwie da rein? Kann man sich reinbuddeln? Ah! Hallo, Power. Wer den Karttext kennt, der wird Power kennen. Dazu muss ich nicht groß was sagen. Hier unten wird irgendwann mal sein Leuchtturm entstehen. Und wir gehen weiter geradeaus, denn jetzt habe ich so ein bisschen Orientierung und weiß, wo wir lang müssen. Zwischendurch gehen wir dann noch Carbo besuchen. Mal gucken, was er nach den ersten, ich sag mal, 7 Stunden alles schon gebaut hatte. Wir laufen durch die Wüste, wir laufen durch das Gras. Ich habe übrigens einen Besucher bei mir. Sag mal hallo. Das ist meine kleine Schwester, sie spielt auch auf dem Server hier. Und hier haben wir die gemütliche Hütte von Carbo, der noch nicht viel hat. Vielleicht in sein... Keine Items, aber 6 Öfen hat der Typ. Kranker Freak. Naja. Tag der offenen Tür heute. Obwohl, wir nehmen die Tür gleich mit. Wer weiß, wozu man Türen gebrauchen kann, und Carbo braucht sie eh nicht mehr. So. Da jetzt hin. Ist eh nur ein Backup. Keiner interessiert sich wirklich dafür, was ich hier mache. Ich könnte von mir aus auch Carbos in Einführungsstrichen Haus mit TNT in die Luft jagen. Ja, da habe ich keine Lust, jetzt Creeper zu farmen. Das ist stressig. So, wir arbeiten uns langsam durch die Vegetation. Wie bin ich eigentlich ganz am Anfang hier durchgekommen? Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, da hinten zu siedeln? Da sieht man schon hier einen leichten Lavafall, der den Berg runterrutscht. Wer sich die anderen Folgen gerade angeguckt hat, der wird sich an das dunkle Portal... an die dunkle Kuh erinnern, die ich dort hatte. Das dunkle Portal meine ich natürlich. Und die zwei Lavastränge, die an den Seiten runtergehen. Einer dieser Lavastränge ist das, was ihr jetzt dort natürlich seht. Oder vielmehr jetzt im Moment nicht seht. Jetzt immer noch nicht seht, weil wir jetzt in einer Kurve sind. Lena, was hattest du eigentlich am ersten Tag schon gebaut? Einen Hausumriss. Hey. Wird sich ja fast lohnen, mal vorbeizugehen und sich die Bruchbude anzugucken. Aber man kann das natürlich auch lassen, denn ich will hier nur eine Viertelstunde aufnehmen. So. So, und jetzt sieht man da schon das Häuschen. Das war die Holzhütte, die über der Burg lag. Jetzt sieht man auch, es war wirklich mal ein Berg. Ich habe mir das nicht einfach nur ausgedacht. Und die Lava floss irgendwie natürlich darunter. Das war auch der Grund, warum ich da gesiedelt habe. Denn um die Lava herum konnte man nachts über ziemlich viele Schweine ernten. Weil die immer freiwillig dort gespawnt sind, in die Lava gehüpft sind und ihr Fleisch haben liegen lassen. Hier war auch sehr viel Kohle in den Wänden. Das ist alles nicht mehr da.
Dann gucken wir uns das Häuschen mal von innen an. Ich weiß, es ist nicht sonderlich spannend, aber den einen oder anderen wird dieser Vergleich bestimmt interessieren. So, wir gucken mal, dass wir da reinkommen. Es gab damals noch keine Treppe oder sowas. Auch keine Wege. Es gab nur... Mauer. So, da sind wir auch schon drin. Das ist mein Hintereingang gewesen. Hier noch ein zweiter, den benutzen wir auch gleich. Hier die Kammer mit den vielen Öfen, die jetzt dunkel und leer ist. Oder vielmehr dunkel und leer war. Hier oben entsteht dieser Garten mit den Kakteen und den Bambus. Und hier ist der Raum, wo wir vorhin unser Let's Show gestartet haben. Damals hatte ich noch nicht viel im Inventar, allerdings schon 3 Kürbisse. Oh, ich höre ein leichtes Knurren im Hintergrund. Meine Schwester hat auf diesem Server nämlich immer noch keine Kürbisse gefunden. Der Lagerraum, auch noch recht leer. Viel Fleisch schon geerntet. Da sieht man auch, was die Schweine da alles gebracht haben. Hier mein Schlafzimmer. Ich kann jetzt leider nicht schlafen, weil nicht Nacht ist. Aber wir warten jetzt kurz, denn ich sehe gerade, die Sonne geht unter und so könnten wir die Nacht überspringen. In der Zeit laufe ich hier blöd rum. Ein malerischer Sonnenuntergang. Und da versinkt sie langsam am Horizont und die Sterne erscheinen. Kann das nicht schneller gehen? So, dunkel genug, ab ins Bett. Hier sieht man auch den Mond. Der Mond ist 10-fach so groß wie die Sonne. Und der Mond und die Sonne drehen sich hier um die Erde. So viel zum Thema realistisches Spiel. Und jetzt benutzen wir unten den Notausgang, denn ich möchte euch ja noch die Monsterfalle zeigen, wie sie in ihren ursprünglichen Zustand aussah. Hier können wir nochmal rausgucken. Da sieht man die ganze Umgebung noch unberührt. Alles Wald. Hier hinten dieser große, lange, dünne Berg, der existiert gar nicht mehr. Den habe ich Juanberg genannt, weil er wie Juan, falls jemand von euch Juan kennt, lang und dünn ist. Und ich habe ihn Stück für Stück abgetragen, weil ich ihn nicht mochte. So, und jetzt gucken wir mal zur Monsterfalle rüber. Und dann ist hier auch schon Ende im Gelände. So. Hier lang. Hier unten habe ich mir extra so einen Pfad gemacht, damit ich weiß, wo ich lang muss. Es war so, kurz bevor ich das erste Backup gemacht habe, habe ich noch schnell die Monsterfalle gefunden, habe gedacht, oh mein Gott. Habe angefangen, sie auszuheben, doch dann wurde ich doch müde und dann habe ich es gelassen. Und hier vorne ist sie schon. Mit einem lustigen Schild, wo drauf steht... Monsterfalle Iruini in Bau. Und reserviert Iruini. Gucken wir mal runter. Und da sieht man, sie lag hier wirklich so offen. Hier war alles voller Sand. So, jetzt sieht man hier den kleinen Zombie, der da drin rumdreht. Im Multiplayer sind es halt nur Schweine, die man da sieht, was ich schade finde. Ja, und da habe ich halt hier dann am zweiten Tag, habe ich die Monsterfalle halt ausgebaut, verglast mit dem ganzen Sand hier. Den komischen Wasserfall hier weggemacht. Und alles möglichst kindgerecht umgebaut, sodass die Monster drin spawnen und nicht irgendwie gleich sterben. Hier ist sogar noch ein Loch. Habe ich wahrscheinlich zum Baden gebastelt und das war schon da, ich habe keine Ahnung mehr. Ich versuche gerade nur noch ein bisschen Zeit totzuschlagen. Aber jetzt habt ihr zumindest mal gesehen, was wir alles in diesem, ja ich sag mal, 2-3 Wochen erreicht haben. Der Server floriert, es entstehen große Städte überall. Burgen, Gefängnisse. Ich habe vergessen, den Sound runterzudrehen, wofür ich mich jetzt entschuldigen möchte. Da ihr mich jetzt kaum verstehen werdet, da jetzt die Musik dröhnt. Ich könnte ja versuchen, gegen die Musik jetzt anzuschreien.
dass ihr mich dann trotzdem noch versteht. Jetzt genießen wir noch einmal den Ausblick um das kleine Häuschen drumherum. Hier sieht man oben auch auf der Minimap schön, hier oben, da, diesen Lavastrang, der da runter geht. Und könnte diese Musik nicht mal aufhören. Meine Schwester ist gleich gestorben vor Lachen. So, ich wollte euch ja noch hier zeigen kurz. Hier, da seht ihr mal. Hier war vorher gar nichts mit irgendwie Plateau oder so. Hier steht ungefähr die Kathedrale mitten im Nichts, im Meer. Hier diese Insel wurde komplett abgetragen. Da hat Willy jetzt sein Sommerhaus. Und es sah alles noch richtig schön natürlich, unberührt und freundlich aus, bis ich kam mit meiner Schaufel und mit meiner Hacke und alles verändert habe. I love Terraforming und mit diesen Worten sage ich tschüss, bis zum nächsten Special zu unserem Server. Bei dann wahrscheinlich 30 oder 35 Abonnementen. Und BB.